Hefte raus, Leute. Klassenarbeit. Heute stehen an 50 Fragen zu Schulwissen. Macht ja nichts, Sebastian. Wenn du in dem Fach Biologie vielleicht nicht so gut bist, was heute dran kommt, dann bist du vielleicht heute? Gut in Deutsch. Perfekt. Ich habe immer bei Jay abgeschrieben in Bio. Der kontert wenigstens. Also, wir werden heute Fragen stellen und auf dem Stundenplan steht heute Biologie, Deutsch, Erdkunde, Geschichte, Musik und Physik. Und zwar in der Reihenfolge. Okay. Kein Mathe? Musik! Musik ist richtig schön, Musik, Leute. Aber Musik, hey. Musik in der 5. Klasse? Schuljahr oder sowas, dann ist Leute, das weg gewesen. Weil ich habe bei mir keinen Unterschied. Ich weiß eh nichts mehr. Ich habe mir die Fragen zu Musik angeguckt und ich kann euch sagen, von den 7 Fragen, würde ich sagen, kann man 5 locker beantworten. Ich kenne nur das Lied um die Wolga, weil das ist das Einzige, was wir in Musik durchgenommen haben. Was ist denn das Lied um geht die, nicht um Theorie. Das Lied um die Vulva. Ich werde euch jetzt nicht fragen. Na egal, damit das ist später. Okay. Wir kommen jetzt erst zu Biologie, ja? Also, ist die Wolga nicht die Donau? Das ist gut. Da muss ich aktiviert jetzt eure jetzt biologischen Wissenskräfte. Okay, ich brauche gar nicht vielleicht doch irgendwie, keine Ahnung, ein Wasser oder so. Wir starten mit Frage 1. Es wird übrigens 3 Punkte für eine richtige Antwort geben. Bei einer falschen Antwort wird es 1 Punkt für den Gegner geben. Wir haben sowohl Fragen zum Buzzern als auch ein paar Schätzfragen. Da sage ich euch natürlich vorher Bescheid. Aber Frage 1 ist zum Buzzern. Im Fach Biologie. Welche Farbe hat die Haut eines Eisbären? Das kann nicht wahr sein! Rosa. Rosa ist falsch. Oh nein, Peter. Schwarz. Ja, stimmt. Oh, das macht doch voll Sinn. Selbstverständlich. Oh. Frechheit! Das war auch krass. Ich glaube, ihr habt relativ gleichzeitig gebuzzert. Sepp ist durchgekommen, weil in meinem ja, die Bilder waren, ja. In meinem Fensterchen waren beide rot. Das ist doch frecher. Das ist krass. Aber ihr wart auch sehr nah dran. Aber naja. Frage 2. Aus der Blüte welcher Pflanze wird Safran, das teuerste Gewürz der Welt, gewonnen? Boah. Safranblume? Die Safranpflanze. Da macht doch irgendwie Sinn, oder? Mafran. Das haben wir safe nicht im Bio gelernt. Das mit dem Eisbär wusste ich aber auch nicht. Oh, guck mal. Aus Safran. Aus der Safranpflanze, nice. Ja, okay. Ja, aber weißt du, bevor jetzt gleich wieder das ist und ich mich dann... Ey, beim Test ist es immer besser gewesen, irgendwas hinzuschreiben, als gar nichts. Ich kann euch vielleicht einen Tipp geben. Oh oh. Es handelt sich um eine Pflanzengattung der Schwertliliengewächse. Schwertlilie, nice. Keine Ahnung, Alter, ich weiß nicht mal, was eine Schwertlilie ist. Ja, Alter, ich habe einen schwarzen Daumen, ich habe keine Pflanze. Gesehen haben wir alle schon mal, aber ich würde sagen, ich schließe die Frage in 5. Kann ich jetzt Lilie sagen? Wolltest du noch was erzählen? Nein, ja, ich habe mal weil hier gerade gesagt wird, immer was hinschreiben. Hauptsache, du hast irgendwas wenigstens stehen im Test. Ich habe mal in einem Religionstest damals bei, wie wird Fronleichnam auch noch genannt, habe ich Happy Kadaver geschrieben. Da habe ich eine 5 für bekommen. Das weiß ich. Bei dem Künstler-Rallye-Lehrer, wenn ihr euch noch erinnert. Ja, ich weiß, wie du meinst. Da hab ich Happy Kadaver eigentlich. Als ob er dir dafür eine 5 gibt, gewesen. Das ist voll frech. Ich wollte auch sagen, manchmal wünscht man sich einfach, dass auch Lehrer ein bisschen Humor haben und dann vielleicht ein bisschen lachen können. Der hat kein Humor. Nee, warte. Schade, dann schließe ich hiermit die Frage. Safran, Schwertlilie, keine Ahnung. Es wäre die Krokuspflanze gewesen. Ah ja, Krokus, yo, moin. Und das sind diese violett blühenden... Krokus oder Krokos? Krokus. Also das sind diese violett blühenden Blumen, die hat man... Das war der Winter bei uns weg. ...schon mal gesehen. Ja, na gut. Hätte ich aber auch nicht gewusst. Frage 3. Was produziert denn eine Pflanze, wenn sie Photosynthese betreibt? Ach. Oh, Jay. O2. Sauerstoff. Und, ja. Ja. Oh. Also aus Licht... Und CO2 wird Sauerstoff. Da würde ich erstmal sagen, ja, das ist richtig. Und sag mal, da ist noch was. Du willst noch mehr. Ja. Ram. Zucker. Also Energie. Glucose. Glucose, genau. Bam. Nice. Frage 4. Wie heißt das Sinnesorgan, das einem Fisch ermöglicht, in völliger Dunkelheit...
Bram. Scheiße. Kiemen. Okay. Okay, 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 warte. Nein. Ach, Jake. Oh, Jay. Seitenlinienorgan. Worum geht's denn? Das ist richtig. Ja, damit orten die. Halt. Ich hätte so nah gesagt, aber hey, das ist okay, dass Jay vor mir geklickt hat. Die Frage wäre, wie heißt das Sinnesorgan, das einen heißt ja Fisch so nah ermöglicht, in völliger Dunkelheit in einem ihm fremden Aquarium nirgends anzustoßen? Und was? Das ist das Seitenlinienorgan. Sehr gut. Frage 5. Welcher Teil des Darms ist der längste? Jay. Der Dünndarm. Bestehend aus 12 Ringdarm und... Etwa 50-50. Etwa 5 Meter lang. Nee, Blinddarm, Peter, Blinddarm. Ah, nee, den hätte ich nicht gezählt. Nee, der Blinddarm, der ist nicht allzu lang. Also ich kann von Mastdarm hier bis zur Tür zumindest raus... Zumindest beim Mensch. ...kann ich meinen Dünndarm legen. Das ist ja mega, mega lecker. Komisch. Mach doch mal für das Video. Ja, ja. Mach doch. Ich, ja, ich hätte einen bestellt, wenn ich gewusst hätte, ne? Naja. Frage 6. Was legt das 23. Chromosomenpaar fest? Jonathan. Männlein oder Weiblein? Vollkommen richtig, das Geschlecht. Wow. Jay geht hier richtig steil. Ja, das Bio kommt, ich muss jetzt Vorsprung machen, damit wenn ja die anderen nichts mehr machen. Hey. Frage 7. Den Vererbungsvorgang beim Menschen beschreiben die Regeln. Mendelschen Regeln. Ja, ah, die, Junge. Oh, das war Bio-Leistung bei dir, da weiß ich noch, wie du gekotzt hast. Nee, andere Leute okay, gekotzt haben, wie kacke das ist. Ach so. Rote und weiße Pflanzen werden dann zu rosanen Blüten und bla. Haben wir mal, ja. Oder dann doch rot oder dann doch weiß. Das hat eigentlich Spaß gemacht. Genetik. Ja, fand nicht jeder Genetik war cool im Kurs so. Ich glaube, das nächste... wie machen wir das denn? Das ist keine Schätzfrage. Okay, ich buzzer mal nicht. Das ist buzzern, oder? Ja, es wird auf jeden Fall buzzern sein. Naja, pass auf. Ich mach einfach mal wie immer. Wie viele Wirbel besitzt ein Mensch in der Regel? A. 13. B. 23, C. 33 oder D. 13. 13 ist falsch. 23. 23 ist falsch. Peter. 33. Einfach nochmal den Test. Oh Mann, ey. Ich war auch am Klicken. Ich wollte aber D sagen. Ich weiß nicht, ob es 23 war oder 33. 23 wäre zu wenig. 13 müssten die Brustwirbel alleine sein. Glaube ich. Bestimmt. Oh, ja, jetzt wo du das sagst, erinnere ich mich. Im Biounterricht stand ja, da ja immer so ein Skelett rum, aber da habe ich nicht angeguckt. Also, es sind 7 Halswirbel, 12 Brustwirbel, 5 Lendenwirbel, 5 Kreuzbeinwirbel und 4 Steißbeinwirbel. Ach krass, 4 auf dem Steißbein? Ich dachte, das wäre 1. Ich finde es übrigens total klasse, muss ich an dieser Stelle sagen, dass ihr die Zahlen gesagt habt und nicht die Buchstaben, denn in der Antwort driftet die Zahl mit dem Buchstaben von der Vorgabe auseinander. Ah. Aber ist okay, waren 33. Wir wollen ja nicht einfach nur buzzern für A, B, C oder D. Wir wollen ja, genau. Gut. Peter hat mit Wissen einfach geglänzt. Sehr gut, Peter. Stark. Danke. Die letzte Frage aus dem Bereich Biologie für heute. Gott sei Dank. Was wird bei der Menstruation abgestoßen? Jonathan. Gebärmutterschleimhaut. Jawoll, ey. Guck mal. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt einer an und sagt Blut. Blut. Ja, gut. Stumpf. Naja. Okay, also nach der Kategorie ist Biologie sicherlich auch mit dabei. Haben wir in Front den Jonathan mit 23 Punkten, danach kommt Peter mit 11, Bram mit 5 und Sebastian mit 3. Aber wir haben ja noch zig Fragen und zig geile Themen aus so, dem. Also 23 Punkte, jetzt kann ich ja erstmal entspannen. Ja, wer weiß. Also die nächsten Fragen, die könnte man auch wissen. Und zwar zum Beispiel Frage 10 aus dem Bereich Deutsch. Oh, wem begegnete Robinson Crusoe auf der einsamen Insel? Dennis. Freitag. Ja, klar. Oh ja, stimmt. Hat Robinson, Robinson, nicht also, Freitag. Also, wir sind Deutsch, ne? Ja, ich wollte Wilson sagen. Ja, nicht bei Bio. Ja, okay. Das ist die Neuinterpretation.
Hobbit und Crusoe haben wir nicht gelesen. Nee. Okay. Frage 11. Vom Pudelskern ist in welchem Werk der Literatur die Rede? Ja, Peter, Deutsch leisten, was musst du wissen? Ich hab keine Ahnung. Ach, komm. Dennis. Das ist Faust. Zaub! Boah, nice, Alter. Goethes Faust. Boah, nice, Bam. Auch im Grundkurs. Also Faust hat, glaube ich, jeder gemacht. Nee. Ja, zusammenfassend. Nee, nee. Ich wusste nicht, ich meine, ich war noch Kabale. Nee, nicht Deutsch Grundkurs, Peter. Okay. Ich, wieso Peter? Was hat Peter denn gesagt? Eins und zwei so. Ja, ich glaube Peter. Peter, du hast gesagt, jeder hat das. Nein, da hat Christa gesagt. Oh, okay, Entschuldigung. Ich habe gesagt, nicht jeder. Dann habe ich die Stimmen falsch erhört. Das so viel. Ich habe einfach behauptet, das hatte wahrscheinlich jeder, weil wir hatten auch eins und zwei im Grundkurs. Aber scheinbar nicht. Nee. Eins und zwei. Hätte ich aber auch nicht mehr gewusst. Also, 25 Jahre her. Frage 12. Was ist der dritte Kasus und wie fragt man nach diesem Jay? Dativ und wem? Jay. Vollkommen richtig. Nice. Wem gehört das? Dem. Da habe ich meine einzige Eins gehabt. In Deutsch. Echt? Ever. Wem gehört das? Das war fünftes Schuljahr. Mir. Daran kann ich mich noch genau erinnern. Meine Salat. Was denn? Das ist das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann. Okay. Nicht erinnern kann, aber das ist das Einzige, wo ich eine Eins hatte in Deutsch. Das hatte ich hier nie. Frage Nummer 13. Die finde ich persönlich sehr schön. Die Frage lautet, wie lautet der Plural von Stachel? Sepp. Stachel. Nee. Jay. Stacheln. Fuck. Stacheln. Okay. Richtig. Okay. Das war irgendwie dumm. Nehm ich. Jay hat mehr Punkte als alle zusammen. Oh, das ist okay. Jonathan war früher in der Schule auch immer gut. War der Beste von uns. Ja? Jay ist das beste Abi von uns. Na dann. Guck mal. Zu Recht aktuell. Frage 14. Um welche Zeitform handelt es sich bei dem Satz? Ich hatte Tennis gespielt. Plusquamperfekt. Klar. Meine Maus ist kaputt gegangen gerade. Das muss so sein. Ich kann nicht mehr drücken, auch wenn ich es weiß. Okay. Oder Jay Enter the Game. Du kannst auch Leertaste drücken. Also das geht auch beim Buzzer. Wenn du in dem Fenster drin bist. Dann kannst du auch einfach Leertaste drücken. Frage 15. Wie heißt die Kaufmannsfamilie aus Thomas Manns gleichnamigen Roman? Thomas Mann heißt der Roman oder Mann. Die Kaufhausfamilie? Nee, Thomas Mann heißt der Autor und die, die Kaufmannsfamilie, nicht Kaufhaus. Das ist keine Kaufhausfamilie. Ich kenne das nicht. Galeria heißen die, ja, oder? Ich wollte gerade sagen, das sind nicht die Kaufhofs. Ich dachte, das sind die Schleggers. Keine Ahnung. Es gibt tatsächlich auch einen Film drüber. Ja, genau. Ich glaube, den Namen haben wir alle schon mal gehört, aber mir fällt er nicht. Die Brüder Albrecht. Bestimmt. Der Untertitel wäre, um einen kleinen Hinweis vielleicht zu geben, Verfall einer Familie. Ja. Ist das früheste unter den großen Werken Thomas Manns und gilt heute als der erste Gesellschaftsroman in deutscher Kabale Sprache von Liebe. Weltgeltung. Schließe die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Das sind die Buddenbrooks. Oh doch, von denen habe ich schon mal gehört. Das Buddenbrook, das ist doch nicht, nicht so ein Duden? Nein. Kann. Okay. Nee. Also. Oder eine Buchhandlung oder sowas? Ist ein Roman. Naja, vielleicht gibt es mittlerweile Buchhandlungen, die so heißen. Kann natürlich sein. Ich bin mir nicht sicher. Kann natürlich sein. Wir kommen mal wieder zu einer Frage. Nö, das ist keine Schätzfrage. Wie viele Wörter, in Klammern Grundformen, stehen im deutschen Rechtschreibduden? 98.000, B 115.000, C 132.000 oder D? Ich bin mir relativ sicher, dass es 132.000 sind. Das ist leider nicht richtig, ich muss nochmal zählen. Bin ich mir doch nicht mehr so sicher. Ach komm, Peter! Das Höchste. Oh,
Wow. Das ist der Next-Level-Shit. Gar nicht mehr ABCDE sagen, das Höchste. Dann bist du D, durfte ich ja nicht hören, dank Jonathan. Ist D, hoffentlich ist D kleiner und du dann nochmal 132.000 genannt hast. Das Höchste wären 148.000. Das wäre D. Und das ist richtig. Dankeschön. Okay. Wie machen wir das denn jetzt? Mache ich da eine Schätzfrage von? Oder schreibt mir jeder welche auf? Ich würde sagen, hier darf jeder welche aufschreiben. Und zwar 3 Stück. Oh Gott. Okay. Na, alles, was euch einfällt. Ich habe mir eine Liste Liste rausgesucht. Da gibt es sehr, sehr viele. Deswegen schreibt mir mal bitte auf 3 rhetorische Stilmittel. Ah, was? Oh. Es gibt sehr viel mehr. Okay. Oh, jetzt habe ich das richtig. Einfach Stilmittel, 3 Stück. Alter. Wie heißt denn das nochmal? Scheiße. Oh, Christian, warum musst du uns so vorführen? Kriegt man pro richtiges 3 Punkte oder 1 Punkt? Ich hab sowas von keine Ahnung, wo. Pro richtiges, im Endeffekt ist es ja egal. Wobei, egal. Ja, du machst daraus eine 9-Punkte-Frage im Zweifel, ne? Also, das ist schon heftig. Pro richtiges. Wir sollten eine 9-Punkte-Frage draus machen. Weil du 3 kennst, du Sack. Ja! Du theoretisch haben wir das. Theoretisch haben wir das bei der letzten Frage nicht gemacht. Damit. Ich geb mal einen Punkt für jedes. Ja, gute Frage. Ich hab so keine Ahnung. Gib mit für falsche, die man schreibt, Minuspunkte. Nee. Ja, man darf 3 maximal aufschreiben, ne? Ja. Okay, Rechtschreibfehler sind okay, ne? Ja, klar. Rechtschreibfehler sind okay. Was lachst du denn? Ich hab gar keinen Plan. Ich saug mir irgendeinen Scheiß aus dem Finger. Also, solange du nicht Happy... Ahnung. Was hast du geschrieben? Happy Kadaver. Ja, solange du nicht Happy Kadaver schreibst, alles gut. Okay, gehen wir mal durch. Einzeln. Peter, der steht halt oben, danach Dennis, dann Jonathan, dann Sebastian. Peter schreibt... Die Alliteration. Ah, ja. Ah, das ist RTL-Style. Ah, ja. Also, das ist schon mal. Euphemismus. Kennt ihr auch. Das ist, nutzen wir auch häufiger. Ah, ja, schon mal gehört, ja. Was ist das? Das ist quasi, wenn du etwas sehr viel netter formulierst, als es eigentlich ist. Übertreibung. Also eine Art der Übertreibung. Ja, beziehungsweise eher so ein. Peter, du bist was heute Negatives. Richtig gut. Positiv darstellen. Ich weiß gar nicht, ob es Übertreibung per se ist. Das wäre, glaube ich, eher ein Hyperbel oder sowas. Peter, ja, heute aber, läuft es nicht so bei dir. Ich glaube, Euphemismus ist einfach nur, du nutzt nette Wörter, um was Negatives zu beschreiben. Ja, so beschönigen ist ja, ne, wenn genau, so nicht so geil ist, wenn du es aber geil darstellst, finde ich, ja, okay. Trotzdem ist es richtig, ne? Also unabhängig davon. Und eine Metapher. Ja. Aber dazu nicht. Okay. Die Perle wäre noch eine Metapher Viertel. Habe ich schon 1, gehört. 2, 3. Das 1, ist ein 2, Bild. Irgendwas bildlerisch. Dennis schreibt, Ironie. Ja. Ja? Ja klar. Punkt. Natürlich. Ja klar. Allerdings Romantik und Blindenschrift sind keine Stilmittel. Ich wusste nur 1. Ja, immerhin. Christian, steht Sarkasmus als Einzelpunkt? Was geht jetzt hier drauf? Ich glaube, da ist jemand am Zaun und rennt vorbei mit dem Stock. Nee, jetzt fangen die da mit Presslufthammer oder so mit Presslufthammer an. So, Peter hatte noch eine Frage. Peter, was hast du gefragt? Ist Sarkasmus ein eigener Punkt, nicht Ironie? Okay. Sarkasmus und Ironie sind eigene. Jonathan, Klimax. Selbstverständlich. Boah, ja! Natürlich. Also, Klimax kenne ich gar nicht.
Nein, das ist Steigerung, ist alles, oder? Das ist Steigerung, ja. Ah. Klimatisch, ne, ist das hier auch sehr spannend, muss ich sagen. Als nächstes der Reim. Es gibt sicherlich Stilmittel im Reim, aber der Reim selbst... Ich habe mal nichts, was wie Paarreim und Kreuzreim aufzuschreiben. Ach so, nee. Ich habe keine Ahnung. Da sind wir dann nicht bei. Die Rhetorik. Oder beziehungsweise, wie du warst, die rhetorische Frage. Da sind wir natürlich wieder dabei. Nice. Das heißt, 2 Punkte für Jonathan. 1-2. Nice. So, Sebastian schreibt, Übertreibung. Also eine Hyperbel meinst du natürlich. Ja, bestimmt. Klar. Ja. Dann haben wir ein Anagramm. Gut, dass du das wusste. Ich glaube, Anagramm gibt's nicht. Anagramm oder? Ist kein Stil. Ist ich Otto? Meinte nämlich, glaube ich, Alliteration. Weil als Peter Alliteration geschrieben hat, hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte so, fuck, Anagramm war das. Glaube ich, Alliteration, was ich meinte. Das Problem ist nur, du hast Anagramm geschrieben und das ist halt was ganz anderes. Ja, ja, da kriege ich halt keinen Punkt für. Also, das war halt, ich bin nicht drauf gekommen. Ja, okay. Das Falsche ist hingeschrieben. Ich weiß gerade nicht, wie der Begriff dafür ist. Wiederholung ist, glaube ich, kein Stil. Ist ein Ausdrucksfehler. Kam ja, ist das, was ist das bekommen. Denn? Rot ich weiß nicht, was du meinst. Was ist denn Wiederholung? Ja, ich meine, hallo, wenn du... Hallo, ja, Na, wie geht, zum Beispiel, geht es dir? ja, okay. Also Wortwiederholungen meinst du? Ja. Was okay, ja, da muss ich ein bisschen nachsuchen erst. Das ist eine Anapha. Anapha, ja. Und das ist... Hä? Also Übertreibung und Wiederholung sind Stilmittel. Moment, Anagramm nicht. Was wäre denn eine Anapha? Also eine Anapha ist die basiert auf Wortwiederholung. Ein Wort oder mehrere Wörter werden zu Beginn von aufeinanderfolgenden Sätzen oder Satzteilen wiederholt. Die Stilfigur wird eingesetzt, um ganze Texte oder einzelne Passagen zu strukturieren und zu rhythmisieren. Ich esse das Currywurst mit Pommes, weil Currywurst mir schmeckt. Ich esse Currywurst mit Pommes, weil Currywurst mir schmeckt. Ja, habe ich 2 Mal Currywurst wiederholt. Ich weiß nicht, ja, ob das jetzt dazu zählt. Oder also, Curry okay. ist lecker, Punkt. Wahrscheinlich Curry ja. Curry ist geil, Punkt. Curry genau, das macht Beispiel mein ist Leben ja, besser, da kann man Punkt. Sich doch nur hinlegen. Ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen. Ach, da gibt's überhaupt nur Nein. Das ist das, was die Präsidenten in Amerika bitte haben. Okay. Das fängt halt immer mit Ja, da an. Mhm. Also. Da. Zum Beispiel. Da. Heieieiei. Damit schließen wir aber auch die Kategorie Deutsch ab. Kriegt noch Punkte. Und hat ein Glück. Jonathan ist bei 35 Punkten, Peter bei 19, Dennis bei 14, Bastian bei 6. Wir kommen jetzt. Habe ich schon Punkte bekommen? 6. Ja, du hattest 4. Du hattest vorher 4, hast jetzt 2 Punkte gekriegt. Das ist ja traurig. Ja, für 3 ist es 2 Also ist schon okay. Das ist ja traurig. Vielleicht liegt dir ja die Kategorie Erdkunde. Oh Gott. Aber auch wegen Lehrermangel, du bist so Klasse. Lehrer, darf ich mal auf Toilette gehen? Nee, wir schreiben eine Klasse. Du könntest ja Fuschmittel vorbereitet haben. Das stimmt natürlich. Du musst jetzt bitte hier in die Hose pissen. Oh, Punika-Flasche, genau. Ja, genau. Ich hab hier 22 Punika-Flaschen extra mitgebracht. Stell dich da in die Ecke, go for it. Okay, also Frage Nummer 18. Erste aus dem Bereich Erdkunde. Wie heißt die Hauptstadt von Kenia? Keine Ahnung. Alter. Ausnahmsweise drücke ich mal nicht. Die Stadt haben wir alle schon mal gehört. Ja, natürlich. Ja. Tatsächlich nicht drauf gekommen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mach mal direkt weiter, das lohnt sich hier gar nicht. Na, Jonathan. Hey. Kinshasa? Die habe ich noch nicht gehört. Ja, nicht. Dann heißt aber nicht, was dass haben es wir denn geben da? Könnte. Ja doch, das war gerade, Christian hat Kinshasa gesagt, Kinshasa ist dann eine Hauptstadt von einer anderen Afrikaner. Ritam Tower ist da und... Ja, mal weiter direkt, das lohnt sich gar nicht hier ja, zu investieren. Ja, okay, ich schließe die Frage in 3, 2, 1 geschlossen. Es wäre Nairobi. Ah, da guckt er, das habe ich schon mal gehört. Da bin ich in Erland Tycoon immer gerne hingeflogen. Na, guck mal. War das günstig? Ja, das war immer eine gute Route. Mhm. Ey, das stimmt mit... Oh, das war ein schönes Spiel. Ha, Frage 19.
Aus welchem Material besteht Bernstein? Dennis. Baumharz. Alten Baumharz. Aus Harz. Ja. Na, nice. Damn. Das ist so eine Antwort, die hatte ich im Koffer, aber ich hab mich nicht getraut zu drücken. Scheiße. Ja. Frage 20. Welcher Ozean ist der größte und tiefste? Der Pazifische. Aber sieh doch! Ja, Jay, nochmal? Okay. Du warst einfach nur zweimal nicht der schnellste. Ja, echt, warst du nicht der Heute Probleme hier mit der Technik, ey. Okay, also. Wenn der Lehrer dich nicht sieht, wenn du aufzeigst und die ganze Zeit am Fingerschnippen bist und der Lehrer dich trotzdem ignoriert. Ja, oder der Lehrer weiß, dass du das eh weißt, appreciated, dass du teilnimmst und lieber jemanden von sich aus dran, wo er weiß, dass. Ja, aber dann soll er dir wenigstens Cake zuzwinkern oder so ein Scheiß. Ja, damit du weißt, dass er weiß, dass ihr beide wisst, dass du es wusstest. Ja. Ich sehe dich. Ah. Oh, warte mal, warte. Ich habe meine Aufnahme beendet. Nice, James. Vielleicht hat es deshalb nicht funktioniert. Ja, vielleicht deswegen. Weil er gleich zu seinem Ordner hier ist und wieder gedrückt hat. So, Aufnahme an, Aufnahme aus, Aufnahme an. Wahrscheinlich kann das passieren. Okay. Also, willkommen zurück, Jonathan. Ja. Bei der nächsten Frage dürft ihr mir das gerne ein bisschen umschreiben, aber vielleicht kriegt das ja kurz hin, aber wenn wir so in die Richtung kommen, ne, dann ist das schon okay. Denn die Frage 25 lautet, was ist arides Klima? Aha. Jay. Das müsste trocken sein. Mhm, trockenes Klima, oder? Ist nicht trockenes Klima? Ja. Ja, trockenes, meist warmes Klima. Mhm. Die genaue Definition im 30-jährigen Mittel sind die Niederschläge geringer als die Verdunstung. Wir haben nichts über das Wetter gelernt in Erdkunde. Nichts. Ich habe eh nichts gelernt in Erdkunde. Haben wir immer gemacht. Wir haben tatsächlich in Biochemie einmal Wettervorhersage gemacht. Keine Ahnung, warum wir das gemacht haben. Ich fand, bei uns hat damals Erdkunde den krassesten Sprung gemacht von diesem reinen Geografiekram von, ne, hier lernen wir komplett Afrika und was weiß ich nicht aus, zu irgendwie Städteanalysen, wie haben sich europäische Städte gebildet, Schwellenländer, Industrieländer und Wetter, das hat dann irgendwann angezogen. Das wäre tatsächlich, glaube ich, sogar relativ interessantes Wissen gewesen. Ja, bei uns hat sich dann nur verändert von Schreck 1 zu Schreck 2 zu Schreck 3. Nee, Dias vom Urlaub vom Erdkundelehrer, als er in Brasilien war. Das war wirklich ein Highlight dann mal. Dias, Leute, Dias. Aber die waren schon 30 Jahre alt. Ja, Cameron Dias. Das Schöne bei Erdkundelehrern fand ich war, dass irgendwie alle von denen immer relativ gut waren, irgendwie so ein, weiß nicht, so ein komplett Afrika an die Tafel zu zeichnen. Nee. Und dann auch irgendwie, also das war mal abgefahren. Ne? Ich glaube, unser Lehrer wusste in Wahrheit auch gar nichts. Doch, der war ja schon mal in Brasilien. Davon hat uns ja Dias gezeigt. Der war schon mal. Ja, okay. Vor 30 weiß Jahren. Ich genau, also war auch schon mal in Namibia. Ich weiß trotzdem nichts über Afrika. Jahren okay, da kannst du Erdkundelehrer werden. Stand, what the fuck einfach nur. Okay, das war jetzt genug gedisst gegen die Erdkundelehrer. Wir kommen auch schon zur letzten Frage aus der Kategorie Erdkunde. Und zwar Frage 26. Krass. Auf welcher Skala werden Erdbeben eingestuft? Dennis. Das ist die Richterskala. Das ist die Richterskala. Jawohl. Guck mal. Peter sogar noch eingeholt. Im Bereich Erdkunde. Jonathan 38, Dennis 21, Peter 20, Sepp 10. Und wir gehen jetzt zur Geschichte. Oh Gott, wird immer schlimmer. Hatte ich im Abi. Das war traurig. Eieiei, da kommen wir auch noch hier. Da kommt der Flex noch. Nee. Da kommt der Flex. Nee, ich hatte eine 4 im mündlichen Geschichtsabi. Aber Geschichte kann ja auch viel sein. Das war gar nichts. Da musste ich über die DDR labern. Das war ganz schrecklich. Ich hatte nämlich keinen Bock mehr, bis zur DDR zu lernen. Bei uns war Geschichte sehr viel Zweiter Weltkrieg immer. Das war immer... Krieg, überall Krieg. Aber nichtsdestotrotz kommen wir zu Frage 27, die erste aus Geschichte. Und wir fragen, welche Zeichen schrieben die alten Ägypter? Ach komm, Dennis. Fuck off. Hieroglyphen. Das ist super easy, Alter. Ja, guck mal, leichter Einstieg. Also die Fragen sind aber auch von bis... Ja klar, das ist ja bei Schulwissen... Höher. Kommen wir zur nächsten Frage. 28.
Ne, Moment. Doch, 28. Ich hab schon gedacht, ich bin verrutscht. Was erfand Johannes Gutenberg? Damn it! Hey. Buchdruck. Buchdruck ist richtig. Er hat bestimmt mehr erfunden. Er hat bestimmt mal mehr erfunden. Ja. Aber Buchdruck, das ist Johannes. Das ist Johannes. 29. So kennen wir. Welche französische Stadt ist zum Synonym für verlustreiche Schlachten im Ersten Weltkrieg geworden? Ja. Elsass-Lothringen. Ich weiß exakt, woher diese Antwort kommt. Oh Gott. Die ist falsch. Aber ich weiß exakt, wo die herkommt, denn die exakt daran musste ich auch denken, als ich Beats mit Koch gemacht habe. Aber ist falsch. Nee, gar keine Ahnung. Also ich stelle mal die Frage, ne? Welche Stadt ist zum Synonym für verlustreiche Schlachten im Ersten Weltkrieg geworden? Ist natürlich dann auch verfilmt worden, die Hölle von... Was? Also heißt der Film. Ach so. Okay. Oder Apocalypse. Now. Ah, die Stadt heißt Now. Nein, der Film ist sehr viel besser wahrscheinlich, aber nein. Also ich glaube nicht, dass es Paris ist, oder? Nee. Ich glaube auch nicht. War das eine Antwort? Nee, ich hab da nicht muss gebasert. Irgendwann im Norden sein, an der deutschen Grenze. Ja, jetzt muss man mal wissen, was an der deutschen Grenze in Holland, in Frankreich überhaupt ist. Es ist so gerade nicht, so gerade nicht stimmt überhaupt nicht. Also das ist so gerade nicht im Elsass, wollte ich sagen, aber ich glaube, das sind schon noch so 2-3 Kilometerchen. Aber I don't know. Na gut, dann schließen wir die Frage mal in 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen, es wäre Verdun. Ach, Verdun. Ach ja, stimmt. Verdansk. Das war, oh mein Gott, das war ja auch eine Karte. Ja, klar. Bei Battlefield 1. Verdansk. Exakt. Scheiße. Guck mal hier, und da sagt man, Videospiele bilden nicht. Ja, nicht genug. Ja, wir haben keinen Punkt gekriegt, ne? Ja, richtig. Oh, jetzt bin ich sehr gespannt. Okay, Frage 30. Welche beiden Staaten kämpften gegeneinander im Hundertjährigen Krieg? A. Portugal und Spanien. B. England und Frankreich. C. B. Dennis. Nochmal bitte? B. England und Frankreich. England und Frankreich. 13:37. Hätte ich eigentlich drücken können, wenn ich halt einfach direkt gewusst hätte, wäre auch okay gewesen, oder? Ja, klar. Klar. Scheiße, ich hätte gewartet. Wenn ich dann können wir direkt raushauen. England und Frankreich, 13:37, der lol, bis 1453 und das sind mehr als 100 Jahre. Ja. Cool. Frage 31. Wie viele Thesen hängte Martin Luther an die Türen Schlosskirche in Wittenberg? Ah, oh, das müsste ich wissen. Es sind bestimmt 10. Die 10 Thesen von Luther. Ich gebe euch einen Tipp, das sind mehr. Verdammt! Ram. Waren 50? Ne, das sind mehr. Oh. Peter. Die 100 Thesen von Luther. Alter, ich glaube, wir hätten eine Schätzfrage draus machen müssen. Ja, wirklich, hätten wir wirklich machen müssen. Das ist falsch. Moment, ist es mehr? Sepp ist der Einzige, der das. Der Sepp hat noch nicht als Einziger noch nicht geantwortet. Das heißt, er hat noch keinen Tipp wirklich gehabt. Es sind weniger als 100. Ich habe keine Ahnung. Okay, das sind viele. Das kann Mann, sein. Das habe ich auf jeden Fall 75. schon gehört. Mehr. In Rallye in der 6. Klasse. Da haben wir den Film Luther geguckt. Es sind mehr als 75 und weniger als 100. Okay, ja, komm. Guck mal, das ist ja easy. 99. Nee. Ja, okay, ich probiere es auch mal. 92. Mehr. 96. Weniger. Nein, zwei. Rams. Weil dann 95. Dammit! Ja, komm, jetzt hat er nur noch. Jetzt hat er noch 3 übrig. Ja, ja, aber wäre schön gewesen, wenn ich einen von den übrigen gehabt hätte. Lustig, was. Also, war schon irgendwie witzig, muss ich sagen. Aber da hätten wir vielleicht. 95, das ist ein absolutes Sorry, Basiswissen. Also, keine Ahnung. Gerade hast du nur gesagt, du hättest das wissen müssen, weil ihr den Film. Ja, hätte ich wissen müssen, wusste ich aber nicht. Ist ja auch erst ganz viele Sachen. 20 Jahre her. Okay, kommen wir mal zur nächsten Frage. Das könnte man wissen. Frage 32. Wer wurde 1871 erster deutscher Reichskanzler?
Dennis. Otto von Bismarck. Aber klar doch. Nice. Hat er erst der was Otto. Mit Frankreich und Deutschland im Kopf, weil ich glaub, da war doch der Krieg vorbei, oder hat er da angefangen? Der Deutsch-Französische Krieg. Ne, der Deutsch-Französische Krieg hat 1871 angefangen oder sowas, glaube ich. Das musst du deinen Geschichtslehrer fragen. Ja. Oder aber also die Frage ist auch, welcher? Ja, ich bin trotzdem erst so, Deutschland, Frankreich. Jay, du warst, der ist 1871 geendet. Ja, dann ist er geendet. 1870 hat er angefangen. Ich wusste gar nicht, dass er dann direkt Kaiser wurde. Ja, wahrscheinlich Reichskanzler. Wahrscheinlich hängt das zusammen. Und da sind wir wieder übrigens, Bram, bei Elsass-Lothringen, denn Frankreich hat den Großteil des Elsass und Teil von Lothringen abgetreten. Mm. So rum war. Immer wieder. Immer wieder. Frage 33. Welcher deutsche Bundeskanzler erhielt den Friedensnobelpreis? Jeder. Helmut Kohl. Ach so, ja, nee. Das weiß ich auch echt nicht? Scheiße. Dennis. Ich dachte, wegen der Wiedervereinigung. Boah, ich hoffe, dass es Schmidt war. Helmut Schmidt. Oh. Konrad Adenauer. Oh. Dann Brandt. Kniefall in Polen? Für was? Der Kniefall von Brandt. Ach, der Kniefall. Ich weiß gar nicht, hat er den dafür bekommen? Brandt? Ich weiß es nicht. Okay, kann man das irgendwie noch weiter präzisieren? Ja, das war quasi so ein... Erklär ihm das mal, ich guck mal. Ein Schuldeingeständnis. Ja, und zwar ein richtig krasses. Für den Zweiten Weltkrieg. Ja, euch diese, abgeschlachtet war so offiziell die Message. Tut mir leid. Diese Geste vor, was war denn nochmal genau, von irgendeiner Statue, für die halt den Opfern des Zweiten Weltkriegs erbaut wurde. Also davor ist er auf die Knie gefallen. War ja auch noch am Rechnen wie Drecksau. Krass. Und der hat das besucht und dann quasi der Kniefall da... war schon sehr bewegend. Scheiße, ich dachte, Kohl hätte das für die Wiedervereinigung gekriegt. Bundeskanzler Willy Brandt erhielt 1971 den Friedensnobelpreis für seinen wesentlichen Beitrag zum Frieden und zur Entspannung zwischen Ost und West. Die Auszeichnung hebt das internationale Ansehen des Bundeskanzlers wie der Bundesrepublik, oftmals wird im Zusammenhang mit der Ehrung erörtert. Der Ehrung auf den Kniefall von Warschau verwiesen, da die Geste als Symbol der Politik Brandts gilt. Mhm. Krass. Das ist halt super kacke, weil... Stell dir vor, hypothetisch, der dachte sich einfach nur, ist viel bequemer, wenn ich mich hin. Nee, der ist einfach nur gestolpert, Bram. Nee, wir unterstellen ihm das jetzt mal nicht, dafür war der Geste zu wichtig. Vor allen Dingen, das wäre krass. Das sieht doch nicht so aus. Okay. Gut, die letzte Frage aus dem Bereich Geschichte. Frage 34 lautet: Wie lautet Cäsars vollständiger Name? Sepp. Mhm. Hallo? Hallo? Julius Caesar. Falsch. Das ist falsch. Gaius Julius Caesar. Das ist richtig. Ach, das war alles? Das war alles. Oh, ich dachte, der hätte voll den großen Namen. Ja, ich dachte auch, der hätte voll den großen. Aber ich hatte irgendwas mit A im Kopf, aber das war ja voll Bullshit. Gaius Julius Caesar. Vielleicht ist es noch der erste, zweite, dritte, vierte, ich weiß es nicht. Aber das war dumm. Ja, damit lassen wir den Bereich Geschichte hinter uns und kommen zur Musik. Die Geschichte lief ja schon, die Freude ist groß. Deswegen beginnen wir mit der Frage 35 und von euch hätte ich gerne gewusst, welches Instrument hat Saiten, Tasten und Pedale? Dennis. Ein Klavier. Oh ja, stimmt. Aha. Hat Seitentasten und Pedale. BMW. BMW hat auch Seiten. Seitentüren. Wo sind denn die Seiten mit AI? Tasten am Lenkrad. Und Pedale hat mein Lenker, mein BMW auch. Also. Und spielt der Musik? Bist du sicher, dass du vielleicht nicht ein Klavier fährst? Ja, wenn er macht, dann macht er richtig Musik. Dann hättest du wohl drücken sollen. Ja, hätte ich mal BMW gesagt. Scheiße. Gibt's eigentlich Künstler? Es gibt doch bestimmt Künstler, die irgendwie so Industriemusik machen und dafür auch Motorengeräusche benutzen. Das würde mich doch sehr wundern. Naja, Frage 36. Von welchem Komponisten stammen die vier Jahreszeiten? Dennis. Beethoven. Animal Crossing. Nee. Bach. Mozart.
Nee. Hm. Ich hab keine Ahnung, mir fällt keiner mehr ein. Chopin. Nee. Der heißt Jacques Pepin. Nein, das ist noch wer anders. Okay. Jetzt wird's langsam hart. Was sind denn noch? Was kann man denn noch? Ah, den hat man schon mal gehört. Den hat man jetzt nur nicht als erstes. Den hat man nur nicht als erstes direkt. Ja, wobei doch, wenn man die vier Jahreszeiten kennt, hat man den als erstes, aber ne, so von den Komponisten kommt der wahrscheinlich etwas später. Keine Ahnung. Ansonsten schließen wir die Frage. 5, 4, 3, 2, 1. Schlossen. Es wäre der venezianisch-italienische Komponist Antonio Vivaldi. Ah. Vielleicht habt ihr meinen Stream gesehen zu Rocksmith und Gitarren. Dann müsstet ihr mir eigentlich die folgende Frage beantworten können. Welche Musiknote gibt es so in Deutschland nicht? Oh, scheiße. A, A, B, B, C ist C. Dennis? Ein A nicht, das ist ein H in Deutsch, glaube ich. Das ist falsch. Okay, Jay. C. C ist C. Das ist falsch. Okay. Ja, tut mir leid, aber jetzt sind wir im Game, also jetzt sage ich D. D ist D, nee. Also, ne, wir haben A bis G, logischerweise. Also, nee. Jay. Dann muss es ja B sein. Ja, B ist H, wa? Weißt du, genau. B ist H. Also in Deutschland, ne, man sagt ja C, D, E, F, G, A, B, C. Ah ja, stimmt. Aber ja. Ne, sonst hast du halt C, D, E, F, G, A, H, C. Das ist wie bei einer Gitarre, die fängt an mit eine alte Dame geht Heringe essen und da hast du das H statt dem B. Vollkommen richtig. Da gibt's 1000 Merksätze. Naja. Frage 38. Wo sind wir eigentlich gelandet? Jay ist bei 62 Punkten, Dennis bei 51, Peter bei 36 und Sebastian bei 24. Und wir kommen zu Frage 38 und da hätte ich gern gewusst, wie die hohe männliche Stimmlage heißt. Ach du Scheiße. Das hatten wir mal. Ja, so ähnlich. Aber Jay. Ich habe mich jetzt gerade komplett in die Nesseln gesetzt, weil ich Sopran sage und das ist, glaube ich, komplett falsch. Das war doch die Tiefe, oder? Scheiße. Nein! Peter! Baraton. Peter, du hast für Game of Thrones, glaube ich, geguckt. Scheiße. Doch, Baraton gibt's auch, aber das ist... Das gibt's zu. Tenor? Tenor! Ach, als ob es das jetzt war. Oh, die drei Tenöre da. Aber jetzt... Nächste Frage, absolutes Basiswissen aus dem Musikunterricht. Okay, ich guck direkt. Frage 39. Welche Dame wird bei Mambo Number 5 nicht besungen? Tina, Rita, Mia oder Erika? Mia. Alter, das kam ja wie so eine Pistole geschossen. Ja. Holy shit, ey. What the fuck, Alter? Alter, hab ich in dem einen Urlaub, hat mein Vater das die ganzen zwei Wochen Urlaub den ganzen Tag drauf. Und Blue, Abdabedidabedai, die beiden Lieder liefen zwei Wochen lang den ganzen Tag im Auto. Oh, nice. Na gut. Das Liebe. Frage 40. Welche belgische Gemeinde wird von ABBA im gleichnamigen Song besungen? Waterloo. Waterloo. Ja, das ist richtig. Das ist eine belgische Gemeinde. Wusste ich auch nicht. Da war die Schlacht von Waterloo. Schlacht von damals. Waterloo war doch in. Mit Napoleon ist da gescheitert, glaube ich. Stark, Jay. Sind wir direkt wieder bei der Geschichte. Ja, Frage 41 für mich auch wieder. Absolutes Basiswissen, denn ich hätte gerne gewusst, wie heißt der Frontmann der Toten Hosen? Jay. Capino. Ja. Wie die Bonbons. Ja. Ich dachte gerade kurz nach dem richtigen Namen, aber dann fiel er mir nicht ein und dann habe ich gehofft, dass du Capino durchgehen lässt. Ja klar. Das Capino ist doch richtig. Darunter ist er ja bekannt. Vielleicht heißt er ja Stefan Capino. Da ist wahrscheinlich Gustav Müller. Echtzeit. Frage 42 ist schon die letzte Frage aus dem Musikbereich tatsächlich. Gut so.
Und nee, da, also nee, da lassen wir nicht ganz normal beantworten und buzzern. Nenne ein Zupfinstrument außer die Gitarre. Geige. Das kann, nein, das ist ein Streichinstrument. Aber du kannst es auch zupfend spielen. Safe call. Komm. Ein Bass. Bass, ja klar. Ach. Bum, 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 bum. Fuck, wie hieß denn nochmal das kleine Ding, was Stefan Raab immer. Ukulele. Ja, hab ich auch. Ukulele. Scheiße. Ja. Ich wollte Ukulele sagen. Ah. So eine Kacke. Stark. Ah, die Laute. 70 Jay, 60 Bram, 38 Peter, 29. Ach, hau ab, ey. Und wir kommen zur letzten Kategorie, zum letzten Schulfach. Absolutes Lieblingsfach von allen. Denn es geht um Physik. Das war cool wenigstens. Da haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fragen vor uns. Oh ja, da bin ich jetzt sehr gespannt. Es geht direkt um einen Versuch, also direkt praxisbezogen. Mhm. Also, du ziehst einen Luftballon über den Hals einer Glasflasche und stellst das Konstrukt eine Stunde in die Tiefkühltruhe. Was passiert? A. Nichts. B. Der Luftballon bläht sich auf, bis er von der... Der Luftballon müsste eigentlich zusammenfallen, wenn ich das richtig habe. Also einschrumpeln. Nee, das ist nicht das, was wir suchen. Jay. Der Luftballon zieht sich in die Flasche rein. Alter, das habe ich noch nicht mal vorgelesen. Ist das nicht zusammenziehen? Nee, so. Du hast einschrumpeln gesagt. Das ist nicht gesagt, der Luftballon, die Flasche. Also der Luftballon zieht sich ja... Der wird in die Flasche... Also pass auf, wir hatten A, nichts. B, der Luftballon bläht sich auf, bis er von der Flasche fliegt. C, der Luftballon wird in die Flasche gedrückt. Oder D, der Ballon reißt ab. Ja. Okay. Und er wird in die Flasche durch den Luftdruck zusammengeprägt. Der Ballon wird in die Flasche hineingeführt. Der Luftballon friert sich ein. Okay, warte mal, wie liest man das denn vor? Auf Englisch. Ja, das bin ich auch noch. Nee, das ist so... Nee, nicht Englisch. Das ist sehr, sehr deutsch, wird das vorgelesen. Okay. Denn Frage 44 ist, was ist die SI-Einheit der Temperatur? Dennis. Celsius. Nee. Ach, Scheiße. Ich tippe auf Kelvin. Ja, ist richtig. Ja, da tippst du mal richtig. Schnell mal nach. Das sind wichtige Punkte hier in Scheißphysik. Frage 45. Was wird mit der Einheit Ampere angegeben? Stromstärke. Boah, dankeschön. Was da steht nämlich schon wieder extra bei, das ist was anderes als der Widerstand. Spannung. Ah. Die sehr Spannung gut. Ist Volt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also komm, jetzt komm bitte, jetzt komm, es ist Stromspannung. Was? Nee, Stromspannung haben wir nicht. Wir, okay, was ist Stromwiderstand? Bei Frage 46 hätte ich gerne was anderes von dir gewusst. Und zwar hätte ich gerne gewusst, wie der Übergang bzw. Prozess vom gasförmigen zum flüssigen Aggregatzustand heißt. Vom gasförmigen zum flüssigen dürfte kondensieren sein. Das dürfte kondensieren sein. Nice. Ja, war's 47 schnell. Ist ähnlich. Und zwar hätte ich da gerne gewusst, wie der Übergang oder Prozess vom gasförmigen zum festen Aggregatzustand heißt. Dennis. Gefrieren. Gasförmig? Gasförmig. Ja, ist von flüssig zu. Gas zu fest? Gasförmig zu gefrieren? Nee, zu fest. Was? Zu fest. Ach, Gasförmig. Gasförmig zu. Wie wird denn Gas zu fest? Jetzt muss ich gerade mal. Ah, Trockeneis. Zum Beispiel. Ah. Oh. Boah. Da gibt es mehrere Begriffe. Die das bezeichnen scheinbar. Boah. Die sind aber alle nicht so sprachgebräuchlich, sag ich mal. Hätte ich jetzt auch gesagt. Dann schließe ich mal. Was fünf. Ich? Vier. Ah! Ja, warum drücke ich? Ach, keine Ahnung. Assimilieren.
Scheiße! Einer von uns. Einer von uns. Geschlossen. Also, in dem Artikel, der Phasenübergang beschrieben, der auch als Resublimation, also resublimieren, Desublimation, dann gibt es noch so Pilami, Alter. Ja, genau, Peter. Resublimieren habe ich schon mal gehört. Ja. Aber nicht zuordnen. War für mich. Ja. Also, wo haben wir denn? Aktuell haben wir Jay bei 82, Bram bei 62, Peter bei 42 und Sepp bei 35. Und wir kommen noch zu drei Fragen. Frage 48. Welche Vorsilbe hat eine Einheit, die mit 10 hoch 9 multipliziert wird? Alter. Was? Welche Vorsilbe hat eine Einheit, die mit 10 hoch 9 multipliziert wird? Was heißt denn Vorsilbe? Verwirrt mich. Dennis. Quad? Nee. Hast du Quad gesagt? Scheiße. Nee, Watt. Ja. Ach, nein, Quad. Nein, Quad. Jay. Megatonne? Nee, mega nicht. Ach so, im Sinnbereich sind wir. Dennis. Nee, es ging doch um SI-Einheit, oder? Terra. Nee. Kannst du es bitte nochmal vorlesen? Welche Vorsilbe hat eine Einheit, die mit 10 hoch 9 multipliziert wird? Ach so. Ich kann euch nachher auch einen Tipp geben. Dann wird hier schnell, dann geht's darum, wer am schnellsten drückt. Ich hab keine Ahnung. Warte. Dann sag Bescheid. Aber ich lasse euch noch Zeit zum Überlegen. Und ich gebe euch den Tipp. In 5, 4, 3, 2, 1. Scheiße. Wo hieß mal ein Fernsehsender? Leg mich am Arsch schon wieder, drück mich aber auch alle. Warte. Tele 5. So hieß mal ein Fernsehsender. Tele! Ich glaube, es ist Tele. Wirklich? Nein. Nee. Wieso denke ich jetzt gerade an Peter, Alter? Oh mein Gott! Ja. Pro7. Fernsehsendung RTL 2. Aber hieß, das heißt, der heißt nicht mehr so. Es war mal eine Sendung. Eine Sendung war ein Sender. Es war mal eine Sendung und dann war es irgendwann ein eigener Sender. Das Studio war in Düsseldorf. Hä? Wir kennen Leute persönlich, die dabei waren. Giga, Mann, Alter, jetzt mach mich nicht fertig. Dankeschön. Alter, ja. Alter, ach, ja. Mann, ey, dass man da so spät draufkommt, ist auch peinlich. Sehr gut. Jay, mit Gigawatt warst du dann gar nicht so, also... Ne, Megawatt hat er gesagt. Megatonne. Ja, ich hab Mega gesagt. Megatonne ist wahrscheinlich schon tatsächlich Giga. Wirklich ja. Giga, aber du wolltest ja logischerweise Giga hören. Giga. Alter, ey. Ich glaube, umgerechnet dürfte eine Megatonne Frage habe ich erstmal Giga überhaupt sein, gar nicht verstanden. Oder? Weil das halt nochmal dann 2 und 3 0 mehr sind. Scheiße. Ja. Fuck. Wird nochmal knapp hier bei Peter. Er dürft nicht drücken. Und außer Peter. Bei der nächsten Frage. Ja, es gibt eine allgemeine Bezeichnung, ne? Die kennen wir alle. Wenn ihr die Frage hört, dann wissen wir das. Das muss nicht genau das sein, wofür das steht. Aber wofür steht die Abkürzung AC? Sepp. Gleichstrom. Nein. Das war Jay? Assetto Corsa. Was? Ja, mach weiter! Nein. Mann! Ich hatte recht! Fuck. Wir alle kennen eine Band. Die heißt AC/DC. Ja. Ja. Dann sag ich Wechselstrom. Danke! Na, das war der Wechselstrom. Da müsste also Wechselstrom. Oh mein Gott, habe ich mich so vertan. Was hast du gesagt? Gleichstrom, Wechselstrom. Was für AC? Was ist AC? Hat er gesagt. Ach, ey. Oh, Alternating Current. Ja, mega dumm. Ich bin für Assetto Corsa. Boah, das war dumm. Naja. Das hätte der Punkt sein müssen. Boah, Alter. Warte mal kurz. Ja, das wäre gemein, aber. Ich bin gerade überlegen, ob ich dafür
mehr Punkte vergeben. Vielleicht ja, ist gut. Nee. Ja, ich finde das gut. Fällt für ganz normal drei Punkte, aber die Frage, die ist schon. Dann bin ich für 100. Ist schon nicht ganz so leicht. Ich bin mal sehr gespannt. Ich finde auch, von mir noch ein Sternchen okay. dabei hinten dran. Die letzte Frage aus dem heutigen Test und auch aus der Physik ist: Welche Formel beschreibt das Ohmsche Gesetz? Ich habe keine Ahnung. Physik. Hätte gerne die Trotz. Formel. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Direkt eine Seite gefunden. Leicht gemerkt. Hatten wir eigentlich Physik-Leistungskurs? Gab's das? Ohmsche Gesetz. Ich glaube nicht, dass dafür Leistung. Ich weiß nicht, ob ich das auf jeden Fall nicht hatte. Es gab ja keinen Leistungskurs, sein, es gab nur einen Grundkurs bei uns. Es gab nur einen Grundkurs. Okay. Also ich war mir nicht haben sicher. Ich habe Leute Physik-LK genommen, wo ich mir dachte. Ja, hätte ich auch gern genommen, gab's aber nicht, weil. Vielleicht kommen wir drauf. Das Ohmsche Gesetz ist die Basis, um für unsere Schall. Bram. E gleich mc Quadrat. Nee. Ja. Nee. Fast. Um Schaltungen beispielsweise die passenden Widerstände für LEDs oder andere Bauteile zu berechnen. Hierbei gilt, wenn an einem Stromkreis eine elektrische Spannung angelegt wird, verändert sich der hindurchfließende elektrische Strom in seiner Stärke proportional zur Spannung. Dafür gibt es eine einfache Formel, genannt die Formel. Man kann sich diese Formel leicht merken, indem man sich die folgende Pyramide als Bild im Kopf abspeichert. Du kannst mir selbst die Buchstaben in der Formel nennen und ich würde dir nicht sagen können, ob man die mal geteilt hoch oder sonst was machen müsste oder Wurzel davon ziehen müsste. Ja, ich hätte keine Ahnung. Ich probiere mal was. Ist es I durch U? Nicht ganz. Siehst du, I durch U mal durch E? Es fehlen noch Sachen. Achso, es fehlen die auch Antwort, noch Sachen. Was hast du die Antwort die gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? I durch U. I durch U. Und vorher U durch und danach gerade U durch I. Also pass auf, komm vor. U, R und I. Dann ist es I durch U mal R. Das ist. Ich weiß nicht, ob. Warte mal. Ja, man kann die Sachen ja auch umstellen. Was? Also die Buchstaben sind schon mal richtig. Okay, Jungs, denken. Nee. Also dann müsste es U durch I mal R sein. Hä, ich bin verwirrt. Ja. Pass auf. Es ist R durch I mal U gleich Ohm. Ja gut, das gleich. Was ist denn? Wo kommt denn das Ohm jetzt her? Ja, Ohm ist halt die Formel, also muss das ja am Ende rauskommen. Das ist der Widerstand. Also pass auf, wir haben U ist die Spannung, R ist der Widerstand. Und I ist die Stromstärke. Ja, ja schön. Ich mir das jetzt herleiten hier auf dem Blatt Papier. Ich sag euch einfach. Ich glaube, so viel Zeit habe ich nicht. 4, 3, 2, 1. U durch R mal I. Da hast du gleich alle durch. Das Problem ist schon, wenn man mit U durch anfängt, denn... Noch achtmal bitte antworten. Nein. Ah, okay, nicht mit U durch anfangen. Also U gleich R durch I. Auf einer Formel muss ja ein Gleichzeichen geben. Das ist richtig, aber das ist falsch. Ja. I durch U gleich R. I... Oh mein Gott, das ist doch das, was ich vorhin gesagt habe. Nein. Nein. Sepp. U durch I gleich R. Nein! I durch U gleich R! Was? Dann hast du eben schon gesagt! Nein, ich hab doch U durch I gleich R gesagt! Nein, du hast I durch U gleich R gesagt! Jetzt bin ich selber komplett verwirrt! Scheiße! R durch U gleich I! R durch U, nein! Okay, Alter, jetzt. R mal U gleich I. Er ist ganz falsch. Ja, mal. Alter. Ich habe halt keine Ahnung. Ich weiß halt nur, dass jetzt R und I sind. Oder fehlt da noch was? Was hast du gerade gesagt? Hast du auch nach X aufgelöst? R mal Mann. U gleich I. Nee, okay. Sepp. U gleich I durch R. Das hat J. Ja, das kann ja auch nicht. Dann steht der R unten. I durch R.
Die Pyramide ist nur zu merken, Leute. Pyramide. Was steht denn oben in der Pyramide? Wir machen es so lächerlich gerade, das ist ja schon echt peinlich. Also, das Geile ist, wie oft, ich hatte keine Physik. Wie oft ihr schon die Sachen einfach nur vertauscht habt. Ja, oder teilweise doppelt das gleiche gesagt. Fehlt da noch was? Nein, da fehlt ja, das fehlt ja nur drei. Sag ich einfach die Formel in 5, 4, 3, 2, 1. War schon okay, peinlich geschlossen. Genug. Das wollte ich auch schon öfter machen, aber ihr habt einfach weiter geträumt. War lustig. Okay, pass auf, was Jay eben gesagt hat, war R gleich I durch U. Das hast du zweimal gesagt. Und das wäre ja umgestellt von der Ursprungsformel und witzigerweise wäre richtig R gleich U durch I. Ja. Hat das nicht selbst gesagt? Unter anderem. Das habe ich dann auch gesagt. Nee, du hast U durch R gleich irgendwas gesagt. Nee. Und zwar die Ursprungsformel ist U gleich R mal I und nicht U durch irgendwas. Ah, okay. Whatever. Die Spannung ist gleich Widerstand mal Stromstärke. Okay. Ich hab in dem Kopf gehabt, du musst es teilen. Aber gut, wenn du umstellst und du willst was berechnen, genau, also dann umstellen kannst du natürlich. Ja. Aber das war dann immer so genau daneben getroffen. Ich fand, das haben wir gut gemacht. Ja. Ich hätte überhaupt keine Ahnung gehabt. Also, ich auch nicht, wenn du nicht gesagt hast, U und R und I mit drin, hast du dich gar nicht gedrückt. Formelsammlung, Leute. Formelsammlung ist das Stichwort. Um sich die drei wichtigen Formeln gut merken zu können, gibt es einen einfachen Trick. Deckt einfach im Geiste mit einer Hand den Wert in der Uri-Pyramide ab, den ihr berechnen wollt. Ja, guck natürlich mal. Natürlich. Absolut. Ach, so, nach dem heutigen Klassenarbeitstest-Überraschung kommen wir zu Jonathan. Gewinnt mit 96 Herzlichen Punkten. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danach kommt auf dem zweiten Platz Dennis Bram mit 79 Punkten. Woo! Peter 62, Sepp 50 Punkte und damit sind wir für heute raus und gehen alle nochmal lernen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nachsitzen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.